Wir sind wieder zurück für eine letzte Runde und fangen an mit einem ganz typischen Hackerproblem und dessen Klärung. Präsentiert von Serhan, Elias, Julian, Max, Baran, Peter und Seriban, die jetzt EPS präsentieren. Herzlich willkommen. Hallo und danke, dass ihr alle gekommen seid. Nochmal im Voraus, Baran und Serhan sind leider nicht mehr da, weil sie es zeitlich nicht geschafft haben. Wir sind die Gruppe EPS und haben zum Verständnis am Anfang für euch erstmal ein Video vorbereitet. So gut wie jeder kennt dieses Problem, wenn er Sachen baut aus Elektronikteilen. Es fehlt ihm genau ein wichtiges Teil, was er nicht kriegt. Also hat er die Option, entweder 3 bis 4 Wochen auf AliExpress zu warten oder exorbitant hohe Preise auf eBay zu zahlen. Und genau das wollten wir lösen. Und wie wir das gemacht haben, erklärt euch Max. Also unser Lösungsansatz war, da wir im Hinterkopf hatten, okay, ich habe mal das Teil rumliegen, das habe ich mal spontan mitbestellt. Und vielleicht braucht das ja einer, dass wir quasi eine Art Sharing-Plattform oder Verkaufsplattform, die auf Non-Profit basiert, von Maker zu Maker organisieren und das Ganze dann auch noch quasi mit einer Low-Cost-Drohne als Delivery-Methode ja, halt dann benutzen. Ich hab noch was vergessen. Also das ist jetzt zum Beispiel einfach nur mal der vereinfachte Schaltkreis von der Drohne. Und die ist halt sehr einfach aufgebaut, die eigentlich auch jeder Maker zu Hause oder in seinem Makerspace zusammenbauen kann. Hello, I coded Android app. And this is the splash screen. And this is the page of login or sign up. You'll log in with your email. And when you log in, you'll see a profile page that includes your name, your address, or like that. And also, you can share your stuff. So it, the old stuff will come up the main page. And this is, if you want to sign up, you need to fill a form like this. After that, this is the main page, and you can search what you want, and all the stuff will come up to main page. Ja, so eine App will natürlich auch befeuert werden von einem Backend. Das haben wir umgesetzt mit State-of-the-Art Technology, MongoDB und Node.js, featuring Klartext-Passwörter. Kleiner Kommunikationsanreiz fürs Publikum. Bitte mal alle Leute, die die Hand heben, die die Wasted-Referenz begreifen. Alle anderen Leute, fragt mal, was das bedeutet. Das ist eine lustige Geschichte. Frage, welche Drohne fliegt von Ankara nach Berlin? Habt ihr irgendwie Treibstoffproblematik schon geklärt? Also nein, das lag. Einfach weitersprechen. Einfach mal weitersprechen. Die Mikros gehen ja von alleine an. Also, das lag jetzt natürlich daran, dass wir auch noch eine türkische Austauschpartner mit dabei hatten. Darum stand da jetzt Ankara dran. Aber wir haben natürlich noch keine Drohne entwickelt, die so weit fliegt. Aber unser Drohnendesign liegt halt daran, dass sie eigentlich nur aufsteigen muss, sich in eine gewisse Richtung drehen muss und dann einfach segelt. Und dadurch halt auch sehr viel Energie spart und sehr effizient halt Strecke hin und her zurücklegen kann. Und die sind auch selbststeuernd, also die fliegt von alleine? Genau, die fliegt komplett von alleine. Wow. Wow, ich bin sehr gespannt auf diese Drohne. Vielen Dank, EPS, Dankeschön.